Sogar an trüben Novembertagen kommen viele Spaziergänger in das Elbsandsteingebirge. Im Sommer locken die Steinkegel oberhalb der Elbe zusätzlich Bergsteiger an. Eindrucksvolle Felsformationen und sächsische Erfinderfreude bescherten der Gegend, wenige Kilometer südlich von Dresden, den Namen Schweiz, sächsische Schweiz. Die oft kopierte Anleihe bei der Alpenrepublik wurde hier erfunden. Spitzenreiter unter allen Zielen Sachsens zu jeder Jahreszeit, der Zwinger in Dresden. Manche der barocken Figuren noch tiefschwarz von 4 Jahrzehnten Industriedreck, andere bereits im Glanz der neuesten Renovierung. In der Regel gehen meine Gäste hier weg und denken sich innerlich, ach so, da haben doch die Russen diese Bilder einfach mitgenommen, sich angeeignet. Ja? Ist doch auch so eine komische Sache, Kulturbarbarei. Jede Gäste, man muss die andere Seite auch sehen. Bitte schön. Stellen Sie sich vor, die Russen hätten diese Bilder nicht mitgenommen. Wahrscheinlich wären sie im zerstörten Dresden verkommen oder gestohlen worden. Die sowjetischen Besatzer bewahrten und pflegten die Dresdner Sammlungen 10 Jahre lang in Moskau, Leningrad und Kiew. Dann konnten die Bilder zurückgeführt werden. Heute hängen sie in verschiedenen Museen und hier im Zwinger. Ein großer Teil der im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs ausgebrannten Gebäude war bereits in der DDR rekonstruiert worden. Entstanden war der Zwinger um 1720. Ein von Hofarchitekt Pöppelmann verwirklichter Wunschtraum des sächsischen Kurfürsten August der Starke. August war Katholik geworden, um die polnische Königskrone zu erhalten, hatte in aller Welt Kunstschätze zusammengekauft und seine protestantischen Untertanen mit barocker, den Katholiken abgeguckter Architektur überrascht. Zurück in die Gegenwart. Da bedanken sich die Leute richtig für die Musik. Also es ist ein bisschen wie in einem Fantasieland. Alles ist freundlich und friedlich und tolerant. Das ist ganz komisch. Ihre persönlichen Erfahrungen in den letzten 4, 5 Jahren seit der Wende? Also ganz spontan gesagt, für mich hat sich sehr viel zum Positiven geändert. Ja. Und es ist einfach schön. Darf ich Sie auch fragen? Ja, also man denkt einfach auch viel, viel mehr nach, dadurch, dass man jetzt mehr einen Weitblick hat. Früher hat man ja immer nur das zu lesen bekommen, was hier so in der DDR, was es da gab. Und jetzt kriegt man einfach von anderen Seiten auch Einblick auf was und die ganze politische Situation und so. Also man versucht sich mehr zu engagieren, vielleicht auch gegen das System irgendwie ein bisschen. Aber mit dem Engagieren, ich finde, das lässt eigentlich im Allgemeinen nach. Lässt jetzt mehr nach, ja. Also am Anfang sind hier alle auf die Straße gerannt und haben ja, und wir müssen demonstrieren und wir wollen einen neuen Staat aufbauen. Und als es dann kam, dass wir das Westgeld bekommen, vor allen Dingen hier in Sachsen, dadurch, dass wir nie Westfernsehen hatten, da sind die dann ganz schnell ruhig geworden und Deutschland eigentlich Vaterland. Und dann trägt sich jeder auf, dass er keine Arbeit hat, aber machen tut am Ende keiner was dagegen. Karl-Heinz Kunkel wollte etwas gegen die Arbeitslosigkeit machen. Der im Osten groß gewordene Fraktionschef der sächsischen SPD wohnt in einem der vielen renovierungsbedürftigen Häuser in Radebeul. Kunkel trat an, den legendären Westimport der CDU Kurt Biedenkopf als Ministerpräsident abzulösen. Die SPD hatte bei der Landtagswahl im September 1994 aber noch einen weiteren starken Gegner. Kunkel kurz vor der Wahl. Das ist schon jetzt schwierig für uns. Wenn wir sagen, wir brauchen sozialverträgliche Mieten, dann brüllt die BDS mit Stopp.
Das heißt, hat einen größeren Reiz für Leute, die ständig höhere Mieten erleben. Die wollen, dass das Schluss ist. Und die Sozis wollen nur, dass es sozial verträglich, das heißt so hintenrum, eigentlich steigt es noch ein bisschen, aber ein bisschen verträglicher. Oder wenn wir sagen, wir brauchen Beschäftigungsprogramme, dann brüllt die BDS, wir brauchen ein Recht auf Arbeit. Das Mist wird, das haben wir 40 Jahre erlebt. Ich möchte, dass die Leute, die 40 Jahre hier ausgehalten haben, Handwerker, Kleinbetrieber, Arbeitnehmer, wirklich eine faire, gerechte Chance in diesem Land haben. Die haben sie in den letzten 4 Jahren nicht gehabt. Wir möchten sowohl mehr Arbeit als auch mehr Eigentum an sächsischer Hand für die, die 40 Jahre hier gelebt haben. Seine Frau ist Anästhesistin im örtlichen Krankenhaus und engagiert sich im winzigen SPD-Ortsverein. Er ist promovierter Elektroingenieur. 3 Kinder haben die Kunkels, eine amerikanische Austauschschülerin ist zu Besuch, die Tochter war bereits in den USA. Wie schätzen denn Sie so die Situation der Mitglieder in der SPD ein? Gibt es zum Beispiel Mitgliederzuwachs bei Ihnen hier in Radebeul? Gering leider. Mhm. Viele Menschen, die scheuen sich offenbar, sich politisch zu betätigen. Mhm. Und es erfordert ja auch viel Engagement über das Sonstige hinaus. Und viele haben jetzt erstmal zu sehen, wie sie beruflich Fuß fassen und die vielen Dinge, die anstehen. Die SPD landete fast gleichauf mit der PDS abgeschlagen hinter einer in Richtung 60% davon geeilten CDU. Auch in Radebeul. Hier übrigens träumte einst Karl May von Indianern und ihren Wigwams. Im Karl-May-Museum drängelten sich bis zu 250.000 DDR-Bürger jährlich um die Nachbildungen der literarischen Erfindungen Silberbüchse, Henry-Stutzen, Winnetou und Old Shatterhand zu bewundern. Karl Mays Bücher dagegen waren absurderweise bis in die 70er Jahre als schädlich eingestuft und in der DDR verboten. Manche Fans, vor allem Jüngere, vermuten dem rührigen Museumsführer Helmut Grimmer einen direkten Nachfahren Old Shatterhands. Leider ist dieser starke Zuspruch von 1,25 Millionen im Jahr auf 120.000 in den letzten Jahren zurückgegangen. Ja. Also die Karl-May-Renaissance in der DDR hat Anfang der 80er Jahre begonnen. Aha. Insider haben zu der Zeit davon gesprochen, dass dort die Wiederentdeckung des deutschen oder unseres Kulturerbes begonnen hat. Denn das war ja eine Zeit, wo... Das war auch Martin Luther. Das war Bismarck, das war Friedrich II. Das war jetzt muss man doch im Grunde sagen, von diesen ganzen großen Figuren hat am meisten Widerhall in der Bevölkerung Karl May mit seinen Figuren Old Shatterhand. Richtig, ja. Martin Luther war im Februar 1945 durch die Wucht der Luftangriffe auf Dresden vom Sockel gestürzt. Die Frauenkirche blieb von den Bombenangriffen verschont, doch ihr inneres Stahlgerippe zerschmolz in der Glut der brennenden Altstadt und am Tag nach der schlimmsten Bombennacht stürzte sie in sich zusammen. Jetzt wird sie mit Hilfe von Spendengeldern originalgetreu wieder aufgebaut. Auch das zerbombte Schloss wird aufwendig renoviert. Ein Hauch von alter Pracht ist in die Altstadt von Dresden bereits zurückgekehrt. Die Semperoper, berühmtestes Beispiel für den Wiederaufbau. Die Zeit, da Gefahrenabwehr und Substanzsicherung im Vordergrund standen, geht jedenfalls in Dresdens guter Stube langsam dem Ende zu. Guck mal dort oben mit dem Zopf, der heißt der Gebissene. Friedrich, der Gebissene, und der Nächste heißt der Ernsthafte. Der konnte nie richtig lachen. Und dann war der eine, guck, der Nächste, der heißt der Strenge. Weiß ja, was streng ist, ne? Der war ganz streng zu seinen Leuten, zu seinen Dienern und zu seiner Mutter vielleicht auch. Sachsens Herrscher, im vorigen Jahrhundert ins Graffitotechnik geschaffen, dann auf 24.000 Meißner Porzellanfliesen übertragen. Der Fürstenzug hat die Bomben überlebt. Die heißen dreimal Friedrich, das ist genau wie wenn du Stefan heißt und nochmal Stefan und nochmal Stefan, dann weiß man gar nicht, welche Stefan. Nochmal Christian und du heißt Christian der Lustige. Eine Koseform der Bevölkerung für den Ministerpräsidenten ist König Kurt. Wie reagieren Sie auf solche Zuwendung? Ich freue mich über die Zuneigung, die daraus spricht, aber ich bremse dann immer ein bisschen. Die Sachsen haben eben eine jahrhundertealte
Tradition, die sich natürlich auch widerspiegelt. Wenn Sie durch Dresden gehen, wenn Sie mit den Menschen reden, wenn Sie auf Feste gehen oder hier, werden Sie immer feststellen, August der Starke ist eine präsente Figur. Gibt es da tatsächlich, wie mancher behauptet, irgendwelche Ähnlichkeiten? Richtung Neustadt blickt August der Starke, voller Symbolik, ganz in Gold. Zurzeit wird das Äußere der Häuser ihrer enormen Wertsteigerung angepasst und antike Figuren im Ensemble mit Plattenbauten, die gerade neue Balkone erhalten. Die frühere Straße der Befreiung, jetzt reichlich fantasielos in Hauptstraße umbenannt, verändert ihr Gesicht. Am Elbufer die so einhellig geschmähte DDR-Skyline, auch die Plätze gleich neben der barocken Altstadt, blieben nicht verschont. Voller Kontrast das Gesicht eines Viertels, das weder alliierten Bomben noch der DDR-Abrissbirne zum Opfer fiel, die sogenannte äußere Neustadt. Bereits unter dem SED-Regime hatte sich hier eine Alternativszene gebildet. Jetzt hoffen die Alteingesessenen, dass sie nicht von den überwiegend sehnlich erwarteten Investoren verdrängt werden. Und manche setzen dabei auch auf König Kurt, der sogar den Westdeutschen zeigen will, wie man ein Land modern regiert. Leute kommen zu mir und sagen, wir hoffen ja geradezu darauf, dass ihr andere Wege geht und dass wir dann am Beispiel dieser anderen Wege auch die Verkrustungen in Westdeutschland aufbrechen können. Das läuft zunehmend in diese Richtung. Das heißt, immer mehr begreifen die Menschen in ganz Deutschland, vor allen Dingen jetzt aber die 80% in Westdeutschland, dass der Wiederaufbau auch für die Durchbrechung der im Westen in 45 Jahren entstandenen Verkrustungen eine große Chance bietet. Biedenkopfs Staatskanzlei. Eine alte Schrift erinnert ganz nebenbei an königliche Zeiten. Hier residiert auch Sachsens Justizminister. Herr Heidmann, Sie haben nun eine der handlichsten Verfassungen, die ich überhaupt je gesehen habe, hier in Sachsen herausgegeben. Ach, das ist sie, ja. Dieses kleine Büchlein, man sagt ja immer, man kann nicht das Grundgesetz oder die Verfassung immer unterm Arm tragen. Dies kann man in der Tasche tragen. Und wir haben großen Wert darauf gelegt, dass die Verfassung auch wirklich handhabbar unter dem Volk lebendig ist. Aber wir waren der Meinung, nachdem wir keine Grundrechte hatten in der DDR, keine einklagbaren, stand ja alles bloß auf dem Papier, muss jetzt der Bürger in Sachsen lesen können, was in dieser Verfassung ihm gewährt wird. Chemnitz hieß, einem großen Denker zu Ehren, jahrelang Karl-Marx-Stadt. Nicht nur der Kopf, auch mancher Gedanke von Marx hat die Wende überlebt. Die meisten Marxisten wählen PDS, inzwischen die drittstärkste Partei in Ostparlamenten. In der Verfassungsdiskussion forderte sie unter anderem ein Grundrecht auf Arbeit. Die Forderung entsprang vor allem der Enttäuschung über den Niedergang des DDR-Sozialismus, aber auch einem naiven Wunsch. Der Gesetzgeber sollte mit einem Verfassungsversprechen die Angst vor der andauernden Zerstörung von veralteten Fabriken und Arbeitsplätzen mindern. Runde Tische und Parlamente einigten sich in diesem Punkt schließlich auf das Staatsziel Recht auf Arbeit. Mehr hätte sich mit der Art, wie freie Marktwirtschaft in demokratischen Systemen funktioniert, auch nicht vertragen, schreibt der Bremer Soziologe Rudolf Billerbeck in einem neuen Buch über Ostparlamente. Herr Billerbeck, Sachsen, ein Sonderfall in vieler Hinsicht. Was ist an der Verfassung und an der Parlamentsarbeit in Sachsen das Besondere? Sie haben sich in puncto Verfassung sehr emphatisch geäußert. Sie haben auch einen sehr guten Vorlauf gehabt, von den runden Tischen her über verschiedene Zwischenstationen bis in das Parlament hinein, was dann dazu geführt hat, dass zwischen CDU und SPD in vielerlei Hinsicht doch ein verhältnishohes Maß an Übereinstimmung herausgekommen ist. Die neuen Verfassungen der neuen Länder, auf den ersten Blick viel fortschrittlicher als die der alten Bundesländer, aber ich nehme an, die werden sich in der Praxis erstmal bewähren müssen. Das muss sich erst erweisen. Verfassungen sind ja Dokumente, die erst auch erkämpft werden müssen in ihrer Anwendung, im Streit um Einzelheiten. Und dieser Streit ist bislang im Wesentlichen nur unter Experten geführt worden. Ob dann Streitigkeiten in die Öffentlichkeit kommen,
nach der Verabschiedung, das wird die Zukunft zeigen müssen. Erst dann, das haben wir ja auch in Westdeutschland erlebt, fängt man an, sich für eine Verfassung zu interessieren, wenn darüber wirklich ernsthafte Auseinandersetzungen aufbrechen. Das Erzgebirge im Novembernebel. Die im Juni an der Ostsee gestarteten Streifzüge durch 5 Bundesländer nähern sich langsam dem Ende. Ein kurzer Blick auf das frühere DDR-Wintersportparadies Oberwiesenthal, 914 Meter hoch, überragt von einer Bettenburg, die hohe Übernachtungszahlen möglich macht, noch auf der Suche nach der neuen Zukunft. Im Erzgebirge gibt es viele Spuren alter Umweltsünden. Glück im Unglück, die Bilder vom dramatischen Waldsterben machen neugierig, locken zusätzlich Touristen an. Und natürlich gibt es auch im Erzgebirge herrliche Wanderwege mit traumhaft schönen Motiven, soweit das Auge reicht. Übrigens werden kranke oder gar tote Bäume so schnell wie möglich entfernt, weshalb ja auch in den Waldschadensberichten der Bundesregierung das deutsche Ausmaß der weltweiten Katastrophe eher unsichtbar bleibt. Weihnachten beginnt früh in manchen Winkeln der Region. Zum Beispiel in Städten wie Annaberg-Buchholz, wo der Handel mit den typischen Produkten aus Holzschnitzerwerkstätten des Erzgebirges eine lange Tradition hat. Die Vorstellung, das alte Handwerk sei durch Billigimporte von Massenware bedroht, wird von einem Fachmann zurechtgerückt. Das ist alles echt Erzgebirge. Haben Sie zu kämpfen mit der Konkurrenz von Sachen aus Billigländern, wo überall Westdeutschland zum Beispiel überschwemmt, mit Sachen, die gar nicht aus dem Erzgebirge stammen? Ja, das geht schon los bei MacBeber gegenüber, der eigentlich Papierwaren verkauft, aber Taiwan eben mitführt. Und es gibt also noch ein halbes Dutzend Geschäfte in Annaberg, die samt und sonders Taiwan und ähnliche Billigerzeugnisse führen. Und das ist für Sie hart wahrscheinlich? Nein, nein. Wenn immer unter der Voraussetzung, dass der Kunde Qualität angeboten bekommt und auch Qualität zu würdigen weiß. Die anderen Kunden, die nur solchen Tinnef haben wollen, die sollen ihn kaufen. Konkurrenz im wirklichen Sinne ist es nicht. Im 16. Jahrhundert brachten Silberfunde Reichtum. Im 17. fand man in den fast 400 Zechen der Stadt nur noch Kobalt. Nach 1945 sorgte der Abbau von Uranerz für Arbeit im Erzgebirge und für erhöhte Radioaktivität. Über das Ausmaß der Spätfolgen diskutiert man hier eher zurückhaltend. Die Bergbauvergangenheit wird vorrangig als Touristenattraktion aufgearbeitet. Und Touristen sollen in Zukunft auch vermehrt besichtigen, was ganz im Osten Sachsens in der Lausitz früher so gut es ging geheim gehalten wurde. Die gigantische Landschaftszerstörung durch den Braunkohletagebau. Seit der Wende gibt es erste Ansätze für das geschundene Gebiet von der Größe des Saarlandes, eine Art Gruseltourismus zu organisieren, hier und im ebenfalls betroffenen Brandenburg, wo unser Streifzug durch die Lausitz im Sommer begonnen hatte. Im Vordergrund der Pläne steht die Renaturierung der Wüsten, um welche DDR-Behörden sich einfach nicht gekümmert hatten. Es gibt aber zum Beispiel auch Investorenträume von Freizeitparks für geländegängige Privatfahrzeuge. Auf jeden Fall wird die Zerstörung vorerst fortgesetzt. Das Geschäft mit Braunkohle ist zwar rückläufig, aber für weitere Jahrzehnte höchst lukrativ in der strukturschwachen Grenzregion. Weitaus gewinnträchtiger als zum Beispiel die Landwirtschaft. Die weiten Felder bieten dem Auge Labsal nach so viel Wüste. Sie verraten nichts von den Problemen, mit denen Bauern sich im Dschungel ungeklärter Besitzverhältnisse und Brüsseler Direktiven herumschlagen müssen. Nächstes Ziel, die Städte Bautzen und Görlitz.
Zur Zeit des SED-Regimes war Bautzen wegen seines berüchtigten Zuchthauses ein Synonym für Haft und Folter. Ganz im Kontrast zur mittelalterlichen Idylle. Was nur wenige wissen, Bautzen ist Zentrum der Sorben, eines slawischen Volkes, das über Jahrhunderte dem Germanisierungsdruck widerstanden und eine eigene Schriftsprache bewahrt hat. So gibt es in der Stadt nicht nur zweisprachige Schilder, sondern auch das einzige Theater, an dem Sorbisch gesprochen wird. Besuch bei Benedikt Dirlich, seit der letzten Wahl kein Landtagsabgeordneter mehr, aber immer noch engagierter Kulturpolitiker der SPD und im Osten ein bekannter Schriftsteller. Fliegender Herbst heißt sein neuestes Buch. Jahrelang war er Dramaturg am Sorbischen Volkstheater und seine ganze Liebe gilt der vom Verfall bedrohten Altstadt Bautzens. Vor allem viele junge Menschen haben die Stadt und die Region verlassen, aus Gründen, die weit in die DDR zurückreichen. 60.000 Sorben leben in einem Gebiet, das nun ganz besonders ausgebeutet, zerstört, kaputt gemacht worden ist. Geht das weiter? Gehen da immer mehr Dörfer vor die Hunde? Verschwinden immer mehr sorbische Wohnplätze? Also erstmal sehen Sie auch in dieser Stadt und in dieser Region, dass vieles verschlissen ist, kaputt gemacht worden ist in der Vergangenheit. Und dazu gehört natürlich auch, dass hier eine hochwertige Kulturlandschaft durch eine einseitig extern orientierte Energiewirtschaft kaputt gemacht worden ist. Regelrecht verwüstet worden ist. Wir leben hier in der Mittellausitz wie in einer Mondlandschaft, wo natürlich auch die Investoren dann sagen, also warum soll ich hierher gehen? Wir als Sorben leiden noch darunter, dass hier unsere gesamte Infrastruktur, auch die sprachliche, die kulturelle, damit kaputt gemacht worden ist in den letzten, vor allem auch 40 Jahren in der SED-Zeit, aber auch schon davor. Und was ein kleiner Erfolg ist in 4 Jahren auch Landtagsarbeit für mich persönlich, ist, dass wir den Artikel 10 unserer Verfassung mit hineingeschrieben haben, dass wir auch als Staatsziel verfolgen, dass die Siedlungsräume, die traditionellen Siedlungsräume geschützt werden sollen. Die DDR hatte sich damit gebrüstet, den Sorben Schutz und Heimat zu bieten. Vor allem auf dem Friedhof, sagten viele Sorben damals bitter. Alles in bester Verfassung. Renovierte Häuserfassaden, Straßenbau und die Fertigstellung weiterer Fußgängerzonen. Und dann der Ort, an dem Menschen aus politischen Gründen gequält und für Devisengeschäfte mit dem Westen durch Freikauf als Jongliermasse missbraucht wurden. Das Zuchthaus. Du kannst in Deutschland hinkommen, wo du willst, wenn das Wort Bautzen fällt, automatisch fällt das Wort Gelbe Seide. Und das ist ja genau der Punkt, was mich am meisten ärgert. Also, dass das dann zum Beispiel auch die Politik in Bonn das nicht wahrnimmt, dass hier also wirklich eine wichtige geschichtliche Stätte ist. Wir haben ja einmal die Chance, hier ein Museum für kommende Generationen hinzustellen, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Ja, was kommunistische Gewaltherrschaft angerichtet hat. Das ist ja eigentlich völlig erstaunlich, dass das nicht weiter ist, dass Sie nicht mit Ihren Bemühungen weitergekommen sind, dass hierfür kein Geld da ist bisher. Ja, das ist ja das größte Problem, dass im Grunde genommen sehr viele auch Politiker vollmundig gesagt haben, das ist eine ganz wichtige Stätte, aber wo es um die konkrete Umsetzung eines Anliegens, das das Bautzen-Komitee hier hat, und zwar deutschlandweit hat, nämlich hier eine würdige Gedenkstätte der Verfolgung zu installieren, dass hier dann die Politik bis jetzt versagt hat. Das Innere sieht noch so aus, als sei der Ort des Schreckens vor kurzem erst geräumt worden. Das war eine Art Komfortzelle im Vergleich zu den berüchtigten Tigerkäfigen. In denen war das Klo durch ein Extragitter abgetrennt. Kot und Urin in der Zelle galten schlicht als Strafverschärfung. Das Bautzen-Komitee hofft weiter auf Mittel aus Bonn und Dresden für die Schaffung einer würdigen Gedenkstätte. Und die Leute, die hier drinnen saßen, leben ja noch, wie du. Weil es sind genügend Zeitzeugen noch da,
die der jungen Generation das übermitteln können. Und wenn das einmal der Mensch weiß, dann gibt das auch an seine Kinder weiter. Letzter Schauplatz, Görlitz, wo manche der Straßen und Plätze sich mit den schönsten in ganz Europa messen können. Auch wenn am Stadtrand die üblichen architektonischen Scheußlichkeiten unübersehbar sind. Görlitz hatte seine Blütezeit im Mittelalter, war stärkste Macht im Oberlausitzer Sechs-Städte-Bund und blieb im Zweiten Weltkrieg unversehrt. Die Altstadt war zwar in der DDR offiziell ein sogenanntes Flächenbaudenkmal, dennoch waren ganze Straßen schleichend im Verfall preisgegeben, erzählt der Oberbürgermeister. Renoviert wurden damals nur einige öffentliche Bauten. Jetzt soll die ganze Stadt in neuem Glanz erstrahlen, auch wenn es überall an Geld fehlt. Allein die Renovierung des 1570 entstandenen biblischen Hauses würde einige Millionen verschlingen. Kein Pessimismus, sondern Aufbruchstimmung bei den Regierenden. Frage an den im Sommer 94 gerade wiedergewählten CDU-Oberbürgermeister. Arbeitslosenprobleme, Geldprobleme. Wie haben Sie das geschafft? Wie haben Sie diese letzten 4 Jahre bis zu Ihrer Wiederwahl erlebt? So, diese Zeit war eine unheimlich große Herausforderung. Ich wusste selbst und alle, die mitgemacht haben nach der Wende, es wird schwer werden, aber wie viel auf uns zukommen sollte, das wusste keiner. Es ist eigentlich kein Stein auf dem anderen geblieben, ob das das ganze Rechtssystem ist, die Baugesetzgebung, die Sozialgesetzgebung und. Es wäre vieles anzuführen, ist ja alles nach westdeutschen Normen übernommen worden und darauf mussten wir uns einstellen und glaube schon sagen zu können, dass wir das in den 4 Jahren ganz gut gepackt haben. Jetzt ist ein Fundament gelegt, man kann in Görlitz herumschauen, es wird in jeder Straße an den Häusern gebaut, es wird in der Erde gebuddelt, es bewegt sich viel. Ich bin sehr froh darüber, denn das haben wir uns zu Vorwendezeiten immer gewünscht, dass mehr getan wird. Und das Erstaunliche ist, trotz dieser hohen Arbeitslosenquote von 18% ist viel, viel mehr investiert worden, ist mehr saniert worden als in vorherigen DDR-Zeiträumen. Herr Biedenkopf, ein Schlusssatz zu der Fragestellung, alles in bester Verfassung, Fragezeichen. Nein, es ist mitnichten alles in bester Verfassung. Wir haben noch viel, viel Arbeit vor uns. Aber eins ist, glaube ich, in ganz guter Verfassung. Und das ist das Selbstvertrauen der Menschen. Es gibt viele, viele Menschen, die auf die Kraft dieses Selbstvertrauens der anderen auch angewiesen sind. Denn es gibt natürlich auch eine große Zahl von Menschen, die nach wie vor riesige Probleme mit dieser Umstellung haben. Ein alter DDR-Grenzstein in einem Restaurant an der Neiße. Von hier aus blicken die Besucher hinüber in den Osten, auf langsam verfallende Gebäude im Nachbarland Polen. Schon zu DDR-Zeiten waren die Deutschen sichtbar wohlhabender als die Polen auf der anderen Seite der Oder-Neiße-Grenze. Seit der Wende hat das ökonomische Ost-West-Gefälle noch rapide zugenommen. Rapide zugenommen hat auch der Personen- und Güterverkehr zwischen beiden Ländern. Bis vor kurzem quälten sich sämtliche Laster durch diese Kontrollstelle im Stadtzentrum. Nördlich von Görlitz wurde im Sommer 94 ein Autobahnübergang für LKWs eröffnet. Alles in bester Verfassung? Auch wenn die Frage für die Bundesländer zwischen Ostsee und Erzgebirge noch nicht endgültig zu beantworten ist, man sollte sie ganz schnell auch weiter östlich stellen.